Du hast eine Auswahl an französischen Ornamenten in der Orgelschule gesehen. Diese kannst du jetzt beim Dernier Kyrie von François Couperin anwenden. Spiele den Cantus Planus in der linken Hand mit. Das Récit soll sehr ausdrucksvoll gespielt werden. Ergänze Ornamente. Beim lombardischen Rhythmus ist die erste Achtel kurz und die zweite Achtel länger. In der französischen Musik wird das oft durch Zweierbögen angezeigt.